du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Fallout 76. Ja, wir sind jetzt hier der Commander und wir müssen jetzt die Mission Ich bin dir dort machen. Erforschen die White Springs Kommandozentrale, das machen wir auch gerne. Wir gehen da rein und sammeln alles ein und klauen alles. Das wird sehr witzig werden. Ja, ich bin der Tod, das kann so vieles bedeuten. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwarten wird. Ob er jetzt Atomraketen starten oder so, ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. So. Karte reingesteckt. Jemand hat eine Atomrakete gestartet. Oh, super Timing. Ich starte gleich mal die nächste. Jetzt sind wir, ich bin eh in einem Bunker, mich kann das eh nicht treffen. Wieder dieses Adlerkreischen. Da kreischt ein Vogel. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Atomschlag. Überzeugt, wir sind eh in einem Bunker. Uns kann das natürlich nichts anhaben. Doch, eins war da oben. Okay, gut, dann machen wir das so. Ich bin nicht so der Typ mit Orientierung. Wie soll ich denn da reinkommen? Da vielleicht? Hier geht's hoch. Moment. Kommandozentrale. Ja, das ist richtig. Willkommen, General. Dies ist die Kommandozentrale. Dieser Ort diente vielen Zwecken. Waffenkammer, Archiv, Bildungszentrum. Doch seine wichtigste Aufgabe bestand in der Verbindung zu den Atomraketen in der Gegend. Für neue Generäle wurde ein kurzer Trainingsplan entwickelt, um sich mit den Atomraketen, ihren Kapazitäten und Gefahren vertraut zu machen. Begeben Sie sich bitte zu den Plakaten an der gegenüberliegenden Wand, wenn Sie sich für die Feinheiten interessieren. Wenn Sie allerdings direkt einsteigen möchten, wenden Sie sich einfach an eines unserer Kommandoterminals, um Ihr nukleares Wettrüsten voranzutreiben. Beginnen wir das Training, alles klar. Ich will mal gucken. Sie mögen keine Plakate. Gar kein Problem. Es wird Zeit, dass Sie sich die Hände schmutzig machen. Es gibt ein paar Hauptaufgaben, denen Sie sich widmen sollten. Erlangen Sie eine Atomraketenschlüsselkarte, bringen Sie ein paar Code-Offiziere zur Strecke und informieren Sie sich in unserem Archiv über die Verschlüsselung des Startcodes. Alles, was Sie für den Anfang brauchen, finden Sie hier. Wie Sie genau vorgehen, überlassen wir Ihnen. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an eines unserer Terminals. Viel Erfolg, General. Okay, ja, hier. Und hier könnte ich jetzt sofort zum Ding starten, oder was? Wir können auch hier nachgucken. Datenarchiv. Code-Abschnitte.
Ey, ist richtig und wichtig. Thomas Eckert war Präsident. Okay, einfach mal gucken. Wie gesagt, die können gerne das Video pausieren und es hinterher durchlesen. Ich mag gerade nicht vorlesen. Es tut mir leid, Thomas. Streng geheim. Da gucken wir doch gerne mal nach. Daten sind verloren. Ravenrock, ja, das kenne ich aus Fallout 3, das kenne ich. Mit John Henry Eden. Hier, können wir mal gerne mitmachen hier. Na, müssen, es hieß ja optional, können wir zum Riss hingehen. Das machen wir natürlich. Hier, guck mal. Da ist ja der Riss, deswegen. Kurz noch vorbeigucken. Ich gehe nur mal gucken. Ich muss eigentlich in eine Postung rein einsteigen, weil da ist so radioaktive Strahlung. Ritter Moreno an. Ich schätze niemanden. Falls das irgendwelche Brüder empfangen. EL7 ist Gold. Ich wiederhole, EL7. Wir haben keine Ahnung, wie viele in der Höhle sind. Aber sie sind auf jeden Fall feindlich. Scheiße, hat sich aufgehangen. Möge Gott uns beistehen. Steig in die Rüstung ein, es hat sich aufgehangen. Ah. Ritter Moreno an. Ich schätze niemanden. Das ist doch zum Kotzen, oder, Kumpel? Ich kann hier gerade überhaupt nichts machen. Das ist so zum Kotzen gerade. Jetzt, okay, perfekt. Noch weil ich's kann, weg mit dir. Hier Brandfestung, das hier, komm, hier, das gefällt dir doch, ne? Immer schön rein damit. Nein, immer schön ran an den Speck, yeah. Gefällt der Brand des Königin doch, yeah. Und das hier, ein bisschen Wasser noch hinterher, so. Ja, komm her, du. Wirst du wohl? Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich sagte, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Oh, wir haben es gleich geschafft und... Oh, scheiß Vieh. Wo ist es hin? Ach, da oben. Ey! Ich bin Nahkämpfer, ich komme da nicht ran. Jetzt ran an den Speck, alle drauf da. Ja, wir haben es ja erledigt. Immer schön her damit. Probleme zu haben und ich komme ran. Ich schätze niemanden. Das ist irgendwelche Brüder empfangen.
feindselig. Warum auch immer mir nochmal diese Nachricht geschickt worden ist. Was? Noch eine? Guck mal hier, da ist noch eine. Komm her, Brandbeste, komm, ich muss dich besiegen. Toll, ich will nicht mal einen Angriff machen. Ich nehme an, keine Belohnung für mich. Doch, gibt es. Cool. Haha, es gibt eine Belohnung für mich. Natürlich bin ich massiv überlastet und ich muss das ganze, den ganzen Ballast loswerden. Sehr schön. Da muss ich hin. Machst gut so. Da drüben, da kann ich auf meine Lagerkiste zugreifen, das ist praktisch. Und raus da. Ich muss immer ein bisschen Schrott verwerten hier. So, zack. Gut, kann schneller so machen, das ist praktisch. Marino, halt den Sabbel. Ich werde jetzt den Typen nicht gebrauchen, ne? Nee, da brauche ich ein Feuer. Im Feuerwasser. Ah, schön. One last battle. Na 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 na. Grow force forever. Freedom never dies. Nee, ich hab's heute weg. Rüstung, Auto-Dings, das kommt weg hier. Oh, das ist geil. Das kommt weg. Wisst ihr, es ist einfach eine T-45, die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Guck mal, hab ich noch anderes? Ja, hier die Keule. Ich kann noch die anderen Teile noch mit verkaufen, dafür brauche ich hier meinen anderen Perk. So, zack. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich habe schon auch weg, yep. Die Powerforce eines Kammerjägers. Vielleicht verkauft die noch. Toll. Das will ich mir auf jeden Fall mal anlegen, warte mal. Zeige aktuelles Inventar an. Das geht doch so, ich will beides. Ich kann es anderen zum Verkauf anbieten. Es war auch überlastet, warte mal. Ja, guck mal hier, die bin ich überlastet, ich jetzt bin, das passt wieder einigermaßen. Obwohl, die Brandbesten Dinger wollte ich noch verkaufen, warte mal. Die wiegen ja wie Hulle. Hier. Bereit, Handel, einzuleiten. Alles vom Brandbestchen Dingern hier, weg damit, das brauche ich ja nicht hier. Passt doch. Weiß trotzdem. So, wo ich nochmal hin? Ich musste ja noch woanders hin. Wo ist denn das, wo ich hin muss? Ja, wäre geil, wenn es mal auf der Karte angezeigt werden würde. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Ja, mir wird nichts angezeigt. Ich mal der White Springs Bunker.
da. Wenn ich hier in die Richtung gucke, da wird was angezeigt. Da wird mir noch was angezeigt. Da. Oh, mal dort ist eine Lebensmittelfabrik, okay. Und hier oben. Da gehen wir mal hin. Was ist im Bereich hier? Doch, doch, wir gucken uns das jetzt mal an. Das würde mich jetzt interessieren. Country Roads. Da können wir noch ein bisschen so die Gegend erkunden und das hier und da ein bisschen mal angucken. Das passt doch. In the morning I should go with me. Radio reminds me of my home family. Ach, das sieht immer noch so geil aus. I'm driving down the road, I've got a feeling that I should be home. Yesterday. Ja toll, jetzt muss ich hier rein. Ey, ihr habt's gesehen, vorher war das hier angezeigt. Von mir aus, gehen wir da rein, komm. Ist mir doch wohl ein paar Hauptsache, wir kriegen das Ding. In the morning I should kiss me. Radio reminds me of my home far away. I'm driving down the road, I've got a feeling. Schaut die um, drei auf einmal, yesterday. Yesterday, was für ein schöner Anblick. Es sind sogar drei und eine Drohne. Yesterday. Gut, ich brauche Schusswaffen. Ist blöd, wenn man hier ein Nahkämpfer ist, nicht wahr? Ist eine Schusswaffe dabei? Perfekt. Eine Pumpe, naja. Man nimmt, was man kriegen kann. Hat eine Schusswaffe gehört? Bäm. Kampfflinte sogar noch besser. Und gibt mir die Kampfflinte. Ja. Müsste ausreichen, das Ding hier runterzuholen. Oh fuck, ist das wieder weit weg. Bleib stehen! Stehen, du Lump. Na, ihr wollt euch mit einmischen, was? Was für ein Scheiß. Oh, ich stehe direkt hinter dir. Ey, ich brauche irgendwas Hartes. Ich brauche was so richtig Hartes. So komme ich damit nicht durch. Hast du was Hartes? Wir brauchen Schusswaffen. Verdammte Scheiße, wurde abgebrochen. Wir gehen in den Tempel rein. Ich kann mir sogar Glück kriegen, ein paar geile Schießeisen, wer weiß. Der ist hoch mich gerade. Ich bin Nahkämpfer, bin ich auf Schusswaffen ausgelegt und dann soll ich ja auch noch hier. Warte.
Jagdgewehr hat uns einen Durchschlagskraft. Oh Gott. Ja, wir können schnell was zu den Spielern machen. Vielleicht hat der eine geile Schusswaffe dabei. Wait, warte, ich habe doch hier eine geile Schusswaffe. Warte mal, warte mal. Ah, egal. Dort kann ich auch auf mein Waffenversteck zugreifen. Dann kann ich mir auch noch ein bisschen Munition erstellen. Ich habe eine Idee, wie ich es anstellen werde. Ich habe eine richtig gute Idee. Oh, scheiße, nein. Wir brechen nicht das Ding auf. Das baust mir ab. Wollte man nur mal kurz gucken, was es hat, um das zu verkaufen. Nee, lass mal. Der Schuss, der will Gewehr. Die habe ich noch nicht. Mottmann habe ich glaube ich schon. Ja, die Karte auf jeden Fall. Oh, geil, Dinger. Schusswaffen hat ja auch ganz viel interessante. Ich habe eine andere Idee. Versuch erstmal Waffen verwerten, dann kriegen wir die Ressourcen nochmal raus. So, Waffen. Ich habe eine andere Idee. Ich habe doch hier Ding. Wo hab ich's? Da. Rache von Foundation mit explodierenden Kugeln. Foundation, da brauche ich 5 mm Patronen, das kriegen wir hin. Das packen wir da hin. Muni, habe ich noch Muni dafür? Da habe ich auf jeden Fall Muni, die schleiche ich wieder rum, okay. Gibt mir alles an 5 mm Patronen. Hast du schön gesagt. So Leute, mit dem Ding gehen wir mal raus und jagen ein bisschen. Ja, da, Leute, wir machen schnell das dorthin, dann laufen wir das ganz gespannt lang. Wir holen dieses Ding von Himmel und die anderen Vertibots ebenfalls. Die werden sich noch wundern, was die erwischt hat. In the morning she calls me. Radio reminds me of my home far away. Wegstecken, so und jetzt los. An sich könnte es nicht gefährlich werden. Es geht mir einfach nur darum, die Dinger von Himmel zu holen. Nochmal Foundation, warte mal. Je weniger Gesundheit ich habe, okay, gut. Ich kann trotzdem ein bisschen was essen. So, zack. Verdammt, das Ding schnell. Ja, ich muss das Ding irgendwie den Weg abschneiden. Es ist in Bewegung, es hält ja nicht still. Da, die Richtung. Verdammt, ist da. Ah! Zaun.
Ey, ich bin bei der Verfolgung gesagt, es steht dir einfach mal alles im Weg, das ist dämlich. Ja, dich hol ich mir. Das ist böse, ich habe meine Power-Rüstung natürlich zu Hause liegen lassen. Aber ich wollte mit weniger Ballast losziehen. Ja, und sofort übelst viel Red. Ey, Krone, du bist gerade im richtig schlechten Gebiet. Jetzt ziehen wir mal weiter. Wir müssen dann irgendwo den... Hier, vielleicht ist die jetzt noch unterwegs. Wir können mal Fort Atlas reisen. Ey, wir müssen das Ding unbedingt von Himmel holen. Anders geht's nicht. Warum man da eine Atomrakete gestartet hat, das war ein ganz beschissenes Timing. Da ist ein Atomkraftwerk, wollen die. Ich schneide die in den Weg ab. Oh fuck, das ist hoch. Nur ein bisschen. Geht's nochmal sehr tief runter und ohne Power-Rüstung ist es halt ein bisschen blöd. Da drüben, das will da drüben hinfliegen, hier. Weg abschneiden, ich hoffe, das ist eine gute Wahl. Ah, Gott. Wir kriegen dieses Ding. Ich weiß noch nicht wie, aber wir bekommen es noch irgendwie. Diesen Weg Richtung, wir laufen dem Ding entgegen. Einfach der spitzen Nase entlang rennen. Da sehe ich sie doch schon. Boah, wir müssen ein bisschen tiefer fliegen. Ich überhaupt von unten? Nee, oder? Da, entdeckt. Fälligst hier runter. Ich treffe nicht. Ich glaube, ich bin so weit unten. Da, jetzt kommt's runter, sehr gut. Perfekt, wir machen mehr Schaden. Ey. Der Schaden ist gut. Immer schön draufhalten. Ja, bleib da mal stehen, genau so. Keine Sorge, wir haben noch genug Munition. Nachladen. Komm schon, zerbrich. Geh kaputt, komm schon. Wir holen das Ding vom Himmel. Ding. Nachladen. Wir haben es gleich runtergeholt. Yes, Baby, wir haben es geschafft.
geil, Repair. Deswegen bin ich hier, Repair. Geilo. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Startgesetz Zerstörungskampfern im Rahmen des Sturmplanverbands. Selbstzerstörung wird nicht veralbern. Dirty Bird, komm her, du ihn mach ich kaputt. Hast du das Ganze wirklich gut überlegt, dich mit mir anzulegen? Ja, es gefällt dir doch, ne? Bam. Wer will noch, hä? Willst du noch? Du willst doch noch, ne? Du willst doch noch. Komm her, du. Da. Du bist weg vom Fenster und du kommst ebenfalls noch dran. Gerade keine Chance gegen mich. Bin kugelsicher. Bäm. Du willst auch noch Ärger haben, noch mehr, du. Will noch, ich hab noch genug Muni übrig. Es muss noch, ja, noch alles verballert werden, hier. Verschlitten mit euch. Wer will noch, hä? Du da. Das macht doch Spaß, so muss das doch sein. Ich hab genug Munition für alle von euch, ja. Yeah. Wer will noch was? Kommt her, ihr Wahnsinnigen. Gut, wir haben die Codes. Wohin als nächstes? Als nächstes müssen wir eigentlich noch hier hingehen. Selbstzerstörungs-Countdown läuft. Detonation in 3 Minuten. Falls kein gültiger Abbruch. Dann gehen wir mal hin hier. Mama Dogs Fabrik ist ja direkt in der Nähe. Aber gucken, was es da zu holen gibt. Wenn ich das höre, ist in der Nähe sogar eine Power-Rüstungsstation. Aber ist nicht so, als ob wir keine hätten. Wir haben ja eine Power-Rüstungsstation, also passt das ja. In the morning she calls me. Ich hab sowieso noch genug Munition für euch alle übrig, hier. Ja, das macht man doch nicht. Ich bin rechtschaffend, mir wird kein Leid geschehen. Hey. Bäm. Ach, so ein Vieh. Bäm. Das gefällt dir, was? Das gefällt den allen. Den heimlichen Fetisch dafür, würde ich sagen. Im Rohr versteckt. Okay, ich muss da irgendwie reinkommen. Verdammt! Haben sie alles verschlossen, okay. Das Rohr, das ist da oben irgendwo. Okay, wir gehen rein in die Fabrik und versuchen irgendwie in das Rohr zu gelangen. Ich hoffe nur, dass das gut ausgeht. Hier. Na, ja, der ist gefallen, ja? Hier ist kein Zugang irgendwie fürs Rohr, ne? So, ich glaube, ich muss ja irgendwie von drinnen mir da irgendwie Zugang verschaffen. Ja, das ist da drin angeschlossen. Okay.
Also gehen wir rein in die Fabrik und versuchen da irgendwie in ein Rohr reinzukommen. Klingt chinesisch. Hey. Schöne Beschuss. Da. Schönes Stimpack, so. Bam. Die haben noch Munition für mich, das ist prima. Ja, ich muss da irgendwie ins Rohr reinkommen, keine Ahnung wie. Gucken uns hier mal ganz entspannt um. Nein. Hier ist irgendwie kein Zugang fürs Rohr. Ja, Rohr, 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 Rohr. Nirgendwo kann ich da irgendwie ins Rohr rein, das ist doch furchtbar. Aber an sich kommt's hin, an sich kommt's hin. Ich muss hier irgendwie in das Rohr reinkommen. Ha. Nee, es war ja alles verschlossen gewesen. Ich komme da so nicht rein. Wäre ja auch zu einfach. Ich kann ja mal dort in das Loch in der Wand reingehen. Ha. Okay, so habe ich das Rohr gemeint, sondern der Bereich ist hier irgendwo. Alte Teil des Atomraketenabschnitts für Informationen über Codeschlüssel. Aber genau hier soll das Ding sein? Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Körperuniform, Silberschale. Sind hier im Zielbereich. Letzte Show. Laut den Sensoren wurden die Besitzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Klingt doch gut. Wer will noch? Vielleicht war Joke richtig gewesen, wer weiß. Spoon, also nichts mit O und auch nichts mit S. Noch was für Mitarbeiter. Safety aktiviert, sehr schön. Ih, Kakerlake. Kaputt. Ich kann nur noch Spatzen feuern, das kann nicht gut. Alles mit Drogenjunkies hier, die sich einen Schuss auf den Klo gesetzt haben.
Das ist safe. Aber jetzt mal ernst, es soll hier irgendwo in der Fabrik sein oder was? Kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Interessante Sachen. Naja, militärisch, das ist alles doch nur so ein Scheinding. Ja, ja. Die Hunde vor dir wurde richtig hartes Zeug transportiert. Okay, da macht Sinn, dann, ja gut, dann ist es gut möglich, dass es hier irgendwo ist. Ich hab absolut keine Ahnung. Oh, warte mal, hier. Irgendwo gibt's noch einen Keller, okay. Überlebe ich das? Ja, überlebe ich doch. Guck mal hier. Toll, wie soll ich da hinkommen? Stehe ich wieder vor demselben Problem. Ja, da gibt es irgendwie ein... Ja, Mensch. Wie soll ich da reinkommen, hä? Ey, das ist viel zu gut versteckt, dass da Leute überhaupt nicht auf die Idee kommen, da reinzukommen und... Ey, also mich macht das gerade ein bisschen böse. Ich will wie John McClane durch die Lüftungsschicht kriechen oder was? Mist, ich habe doch im Prinzip hab ich ja schon alles abgegrast. Durchatmen. Ich will da rein. Ja, das ist genau hier. Es ist wirklich irgendwo in einem Lüftungsschacht, da ist irgendwo so versteckt, okay. Ja, wie komme ich da rein, ne? Das ist die andere Frage. Danke für Ihre Kooperation. Ich habe mich da umgeschaut, ich komme da nicht so einfach rein. Das ist doch behämmert. Das ist mega behämmert. Wir mal auch hier. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Hier ist nur irgendwo ein Schrottkopf. Da, Schrottkopf entdeckt. Ein Live geschehen. Machen Sie keine weiteren Flucht. Zu spät. Du willst explodieren, mach ruhig. Du gar nicht erst hin. Sag dich doch. Keine Coca-Cola, ich bin sehr enttäuscht. Mmh.
wie komme ich da rein? Das ist... ist doch blöd. Also wir haben von hier die Karte mitgenommen. Lag hier auf dem Schreibtisch. Aber hier irgendwie ein Knopf, irgendwas. Gar nichts. Hier muss es doch irgendwo einen Geheimgang geben. Einen geheimen Zugang für irgendetwas. Kleidekabinen. Ja, hier können wir nur aufs Dach kommen, aber auf dem Dach haben wir ja schon geschaut. Warte mal. Hier kommen wir auch nicht so einfach rein. Mist. Das ist ein Schornstein, das verbrennen wir uns, wenn wir reinspringen. Das ist mega dämlich. Der wird seine Mittagspause hier oben machen. Ich schreck das gerade so auf, ey. Oh. Oh. Gefunden. Toll. Mach mich trotzdem ein bisschen mit. Die ID-Karte, ziehen wir durch den Schlitz durch, so. Toll, eine Spionagebasis. Getan hat es nicht, wie genial. Here I am, dum 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 dum, rock you like a hurricane. Yep, hier ist alles tot nach der Wende. Hat irgendwas Böses gehört. Hau ab! Wer will noch? Wer will's noch? Mist, kann ich hacken. Schrauben drehen, Modern drehen, mit Öl verschmutzt lassen, in der Werkstatt stehen! Willst du ran an die Trophäen, dann musst du erstmal richtig an den Schrauben drehen. Oh, fuck. Nimm das. Nun will ich auf dasselbe Bücken spielen. Fuck, du lebst noch. Gute Nacht, Viehzeug. Und du auch, wow, i. Erwischt. Da musst du erstmal richtig an den Schrauben drehen. Sie müssen wirklich verdammt dumm sein, wenn sie es nicht schaffen, sich von ihm zu verstecken. Hau ab! Ich hasse diese Flammenwerfer. Ah! Zapeter! Ha, scheiß hier. Aber ey, ich lebe wieder, es kann weitergehen. Eins. Ah, du Penner! Ey, warum ha...
Vor allem kommt er mitten aus nichts mit dem Flammenwerfer an. Natürlich. Ach, wieso rasend? So, Zeug einsammeln, da ist der Typ dran. Der kann auch was gefasst machen, junge Dame. Hier. Na, wie gefällt dir das, ne? Was ist mit dir, hä? Meins. Her. Nicht das, was ich brauche. Da. Nicht das, was ich brauche. Ich bin ja richtig in den Abschnitt. Und raus hier. Oh fuck, da sind noch welche. Fuck. Jetzt können wir gleich nicht hacken, das ist schlecht. Fuck. Kurzen Schuss gesetzt, so. Meter, kann man verkaufen. Passt doch. Flagge von China. Was macht ein... Das ist ein chinesischer Bunker? Kann ja auch sein. Fällt das hier blöden Schrottbotter. Oh, die haben eine Power-Rüstung, cool. Gute Nacht. Das sieht sehr interessant aus. Den ganzen Schrott verwerten hier, so. Kachelacke gesichtet, warte. Mal rein damit. Ah, hier geht's noch hoch, cool. Moment, von da oben kam ich nicht her, okay. Das können wir knacken. Atmen. Nur am Saufen. Oh, das sieht interessant aus. Vielleicht finden wir hier irgendwas richtig Geiles. Der Rechner ist noch hier am Arbeiten.
Karton gefunden. Ja, mir fehlt noch eine Karte, damit ich überhaupt weiterkommen kann. Egal, wir müssen eh wieder raus. Passt also. Müssen wir hier nochmal gucken? Da drüben kommen wir dann die Tasche tiefer. Chinesische Offizierschwert, das ist doch hier so ein Kommunistenbunker. Ja, super. Egal, raus hier. Ich will wieder raus in die frische Luft. Was für eine Wärme hier. So, und wisst ihr, es kann wirklich sehr, sehr warm. Willst du ran an die Trophäen? Da musst du aber richtig an den Schrauben drehen. Hier scheint alles dabei zu haben, also zurück zum Whitescreen-Bunker. Noch kurz lesen. Ja, okay, gut. Zurück zum Bunker. Ich bin der Todesritter. Ich mache alles tot, tot, tot. Ich bin der Todesritter. Ich mache alles tot, tot, tot. Ich komme! Wie geht? Ich komme! Willst du ran an die Trophäen? Da musst du erstmal richtig an den Schrauben drehen. Schrauben drehen, modern drehen. Ich glaube, ich muss mich bald mal aufs Ohr hauen gehen. Okay, ich hätte irgendwas gehört. Der Adler schreit wieder, wunderbar. Jetzt starten sie aber eine Atomrakete, sehr schön. Hä? Was ist da umgefallen? Ich habe nichts gemacht. Und runter hier. Ich muss da in das Kommando-Ding wieder reinkommen. Ah ja, hier, ich muss doch... Autorisierte Vernichtung erkannt. Wird aufgezeichnet. Also ich bin das nicht, ne? Kommando hier. Ja, keine Ahnung, ich war es nicht, ey. Ich hab alles hier. Ja, aber ich hab doch. Ey, ich komme total verarscht vor. Ey Leute, ich hab grad keinen Bock mehr, ne? Ich hab doch eigentlich alles gemacht. Ich hab doch Bock, hier eine Atomrakete zu starten. Was ist denn das Problem jetzt?
Hey Leute, ey, mir reicht's gerade so ein bisschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, was kommt, meine Freunde. Ciao.